Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diese wunderbare Socke zusammen machen. Wir haben hier richtig schöne Regenbogenfarben. Die Socke ist für die Größe 36, 37. Ihr seht, wir arbeiten uns von grün über blau, lila, rosa, orange, gelb, orange, wieder in das rosa. Moment, ich ziehe sie mal aus, ihr könnt das besser sehen. So, hier haben wir das wunderschöne Noppenmuster. Das ist auch sehr elastisch, also wundert euch bitte nicht, wenn euch die Socke etwas schmal erscheint. Das ist durch das Muster so, deswegen liegt sie ein wenig schmaler da, aber es ist sehr, sehr dehnbar. Da. Das hier hinten ist kein Flicken von mir, das kommt aus der Wolle. Also daran stören wir uns nicht. Wir arbeiten die Socke von der Spitze bis zum Schaft. Also wir arbeiten sie so rum. Nicht so rum, sondern so rum. Finde ich einfach schöner. Da kann man sie zwischendurch anprobieren und kann immer mal noch eine Masche zunehmen oder abnehmen, sodass sie noch wunderbar passt. Stricken tue ich die ganze Socke mit der Papataya Batik. Wurde mir schon erklärt, Papataya bedeutet Gänseblümchen. Und Gänseblümchen klingt so nach Frühling, Sommer. Und da passen die Farben von der Socke ja auch wunderbar dazu. Entschuldigt, wenn die Kamera zwischendurch ein bisschen dunkel schaltet. Das kommt von diesen wirklich kräftigen und tollen Farben. Und er reguliert die ganz automatisch nach und schaltet zwischendurch ein bisschen auf dunkel. Jetzt hat sie es gerade, weil sie sich auf meine Hand konzentriert. Aber sobald ich die Socke mehr in die Kamera halte, wird es wieder dunkel. Aber solange sie noch hell ist, können wir uns die Farben noch mal richtig schön anschauen. Guckt mal, was das für kräftige, und da wird es schon dunkel. Was das für richtig kräftige, tolle Farben sind. So, das Ganze stricken wir mit unserer Adi Trio. Und zwar habe ich hier die 3,5er in lang. Die haben hier so kleine Noppen dran. Die halten ein kleines bisschen die Maschen fest. Und da rutschen sie nicht so und durch die Noppen hier drauf, werden die Maschen in der Socke gleichmäßiger. Das sieht man hier wunderschön in der Ferse, also hier, das ist der ganze Bodenbereich. Wir haben das Muster nämlich wirklich nur oben drauf und unten haben wir einen wunderbaren geraden Verlauf, so dass dann auch beim Laufen nichts drückt. So, die Papataya ist jetzt eigentlich keine Sockenwolle. Aber sie hat eine sehr gleichmäßige Farbgebung und damit kriegen wir damit auch zwei wunderbar identische Socken hin. Ihr müsst dann halt nur bis zu dem Farbabschnitt entweder runterwickeln oder verstricken, wie ihr mit der angefangen habt. Wie ihr seht, ich habe hier mit diesem Grün angefangen und genau bei dem bin ich jetzt. Ich nehme mir das lose Ende von dem Faden, wickel mir das um den Daumen, um den Zeigefinger und lasse es in die Hand gleiten. Den Arbeitsfaden nehme ich auch in die Hand. Jetzt nehme ich mir zwei von den Trios, gehe mit den beiden Nadeln zwischen Daumen und Faden rein, hebe den Faden an, hole mir den von hier drüben, gehe damit nach unten weg, löse den Daumen und habe Masche Nummer 1. Masche Nummer 2, Masche Nummer 3, 4, 5 und die 6.
So, jetzt könnt ihr euch dann gleich noch einen Maschenmarkierer nehmen. Da seht ihr immer, wo der Rundenanfang ist. Das ist immer ganz praktisch, wenn man mal das Strickzeug aus der Hand legt. Den lassen wir dann einfach aber immer mitwandern. Und bevor jetzt jemand schimpft, du hast jetzt beide Nadeln raus. Ja, ich weiß, ich habe die rausgezogen. So, ich hebe jetzt mit dieser Nadel einfach drei Maschen ab. Und schon habe ich sie aufgeteilt, ohne lange rumzuklamüsern, auszuprobieren. Ich habe jetzt einfach die Hälfte abgehoben und die andere Hälfte auf der Nadel gelassen. Und schon muss man nicht so lange ziehen und versuchen. Und so geht das viel einfacher. Vor allen Dingen, wenn man so einen kurzen Maschenanschlag hat, wie wir jetzt gerade. Da geht das so wirklich wunderbar. Und wir wollen es doch so einfach wie möglich halten. Deswegen, ja, das war mir bewusst. So, wir nehmen die beiden Nadeln mit den Maschen in unsere Hand, die dritte mit dazu. Und jetzt verdoppeln wir gleich die erste Masche. Die lassen wir jetzt so ein bisschen zur Seite gleiten. Da könnt ihr auch die Maschen hier so in der Mitte hängen lassen. Da rutscht euch nichts runter. Moment, mal kurz Sockenbrett ein Stück weg, sonst macht das so viel Krach. So, wir gehen jetzt mit unserer Nadel wie zum Rechtstricken. Also vom kurzen Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch, holen uns den Faden, gehen zurück, lassen aber die Masche auf der Nadel, gehen jetzt von der Spitze Richtung kurzes Seil, hinter der Nadel entlang, holen uns den Faden, durch die Masche durch und abgleiten lassen. Jetzt haben wir aus einer Masche zwei gemacht. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal. So rum und so rum. Und noch ein drittes Mal. Einmal rechts und einmal verschränkt rechts. So, jetzt haben wir aus drei Maschen bereits sechs gemacht. Die schieben wir einfach in die Mitte, holen uns hier unten die Nadel mit den drei Maschen, schieben die drei Maschen nach vorne und jetzt wieder. Einmal rechts, einmal verschränkt rechts, einmal rechts, einmal verschränkt rechts, einmal rechts und einmal verschränkt rechts. Wenn euch die letzte Masche ein wenig lang wird, kein Thema. Einfach den Anfangsfaden nochmal nehmen, ein bisschen anziehen und dann hält die wieder bombenfest. So, jetzt schieben wir die gerade gestrickten Maschen wieder in die Seilmitte und wir schieben die von der anderen Nadel nach vorne. So. So, die erste Masche stricken wir rein rechts ab, die zweite verdoppeln wir. Die nächste Masche rechts, dann verdoppeln. Dann wieder rechts, dann verdoppeln. Und in die Mitte schieben. Die wieder nach vorne holen. Und bei der Nadel jetzt auch. Die erste rechts, die zweite verdoppeln wir.
Die erste rechts. So, die zweite verdoppeln wir. Die erste rechts. Die zweite verdoppeln wir. Und in die Mitte schieben. So, das waren jetzt unsere ersten Verdopplungen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt hier auf der neuen Nadel dann den Maschenmarkierer draufziehen. Der geht dann mit in die Runde rein. Der wird dann durch die Maschen selbst gehalten. Ich mache das jetzt einfach mal so weiter, weil ich finde, der würde jetzt noch beim Erklären stören. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen mit dem Maschenmarkierer. So wie es euch am liebsten ist. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Das heißt, in die ersten beiden kommt jeweils nur eine rechte Masche rein. So, die zwei liegen gerade aufeinander. Jetzt sind sie wieder getrennt. So, eine rechte Masche. Noch eine rechte Masche. Und die dritte Masche, die verdoppeln wir wieder. Ja, ich habe die Nadeln jetzt mal auf den Tisch gelegt, damit es euch nicht immer so in der Kamera klappert. So, die nächste Masche, normal, wieder normal und verdoppeln. Und wieder. Einmal rechts, nochmal rechts und verdoppeln. Ups, bleibst du hier. Und verdoppeln. So, das gleiche machen wir jetzt mit der Nadel auch. Und dann verdoppeln wir nochmal jede vierte Masche. So, meine Lieben, jetzt habe ich jede vierte Masche verdoppelt. Hier ist meine letzte Verdopplungsreihe. Jetzt hole ich mir die Maschen wieder nach vorne. Und jetzt kommt in jede Masche eine rechte Masche. Wir stricken jetzt einfach erstmal drei Runden alles rechts. Ihr seht, in jede Masche eine rechte Masche und das jetzt erstmal drei Runden entlang. So, Maschen in die Mitte, die Nadel nach vorne ziehen. Ihr könnt es selbstverständlich auch mit einem normalen Nadelspiel machen, wenn euch das lieber ist. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch da mal ein Video machen mit einem ganz normalen Nadelspiel. Und da schauen wir uns das damit auch nochmal genau an. So. Das ist jetzt gerade Runde Nummer 1. So, und so kommen jetzt noch zwei Runden, die gehen jetzt wieder in die Mitte, die Nadel holen wir uns wieder nach vorne und dann gehen jetzt damit noch zwei Runden in jede Masche, eine Masche. Hab wirklich keine Angst vor dem Nadelspiel, es ist nicht schwierig. Man muss nur Nadel für Nadel einzeln betrachten und man darf halt nicht durcheinander kommen, wo man gerade ist. Aber dafür kann man ja Maschenmarkierer verwenden, also alles möglich. Auch wenn das am Anfang wirklich erstmal erschreckend aussieht, mit so vielen Nadeln. Aber man muss sie halt wirklich einzeln für sich betrachten. So, da ist Runde Nummer 2 gleich durch. Und dann mache ich ohne euch die Runde Nummer 3, um euch auch nicht zu langweilen. So,
da haben wir doch schon unsere Reihen gemacht. Und wie ihr seht, wir wechseln jetzt schon in das andere Grün, wie es bei der anderen Socke auch ist. Da haben wir nur hier oben die Spitze in dem Grün und dann wechselt das schon in das andere Grün. Und genauso haben wir es jetzt hier auch. Wer natürlich lieber Sockenwolle haben möchte, der nimmt natürlich Sockenwolle, ist selbstverständlich. So, jetzt überlegen wir uns, welche Seite soll oben sein, welche Seite soll unten sein, weil natürlich nur auf eine Nadel das Muster kommt und die andere Nadel wird einfach rechts abgestrickt. So, ich nehme natürlich jetzt gleich zum Zeigen die Nadel für oben und die andere für unten. So, und zwar für das Muster stricken wir zwei Maschen rechts ab. Dann nehmen wir den Faden nach vorne, gehen von der Spitze Richtung Seil vorne durch die Nadel durch, so dass unsere neue Nadel durch die Masche kommt, so dass wir alles sehen. Die Masche kleidet sozusagen auf der Nadel. Dann holen wir uns den Faden und haben eine linke Masche gemacht. Wieder zwei rechte. Eins, zwei, Faden nach vorne. Wir gehen wieder von der Spitze Richtung Seil durch die Masche durch, holen uns den Faden und eine linke Masche. Und wieder zwei rechte. So, ihr habt übrigens pro Nadel 15 Maschen. Wir ziehen jetzt gleich beim rechts runterstricken einmal durch. So, ich bin jetzt auf der Fußunterseite. Hier hatten wir jetzt unser Muster. Und hier ist jetzt die Fußunterseite. Und da stricken wir alles rechts ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Solltet ihr jetzt auf irgendeiner Nadel noch keine 15 Maschen haben, dass vielleicht irgendwo was beim Verdoppeln schief ging oder, kann man jetzt noch die Maschen ergänzen, dass es auf jeder Nadel 15 Maschen sind. Wir haben unsere Unterseite jetzt rechts abgestrickt und jetzt geht es wieder auf unsere Musterseite weiter. Da stricken wir jetzt einfach zwei Maschen rechts, eine Masche links. Zwei Maschen rechts, eine Masche links, zwei Maschen rechts, eine Masche links, zwei Maschen rechts. Eine Masche links, zwei Maschen rechts, eine Masche links. Und damit sind wir da auch schon wieder durch. Die Maschen in die Mitte. Und jetzt unten wieder alles glatt rechts. Sprich, jede Masche einfach rechts abstricken. Das Glatte entsteht beim Sockenstricken immer ganz automatisch. Oh, ihr seht, einfach rechts abstricken. Gleich müssten wir schon wieder in die nächste Grünphase reingehen. So, die wieder in die Mitte und hier kommt doch schon das nächste Grün. Wir machen dann wieder mit unserer Musterseite weiter. Zwei rechts, eine links, zwei rechts, eine links. Und das machen wir jetzt so lange weiter, bis unsere Socke ganz gemütlich auf den Fuß passt. Das heißt, wir haben jetzt das Stückchen gemacht und jetzt machen wir den Fußschaft. Das bedeutet, ich hole mal kurz mein Blatt, ich male euch mal einen Fuß. So, hier kommt das Bein.
Hier der Fuß. Ja, meine Zeichen kennt's, gell? Der Fuß. So, das Stück haben wir jetzt schon gemacht. Und jetzt arbeiten wir uns bis gerade runter am Bein. Das hier ist ja dann der Hacken, die Ferse. Und jetzt machen wir dieses Stückchen. Und da arbeiten wir uns jetzt wirklich ohne Zunahmen, ohne Abnahmen, irgendwie immer gerade weiter. Oben das Muster und unten alles glatt rechts. Das ist dann, wenn man es quer legt, so zweigeteilt. Ihr probiert es bitte einfach an, weil jeder Fuß unterschiedlich lang ist, müsst ihr selbstverständlich anprobieren. Also ich habe jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe mir extra so eine Setzkante reingestrickt, damit ich das besser Maß nehmen kann für euch. So, ich habe das bei mir auf knapp 19 cm Länge gemacht, von der Spitze bis zu da, wo wir mit der Ferse anfangen. Also jetzt so lange weiter hier in Runden, bis es gut über den Fuß passt. Am besten ist, ihr probiert es immer mal wieder zwischendurch an, weil es gibt lange Füße, kurze Füße, Füße in allen Varianten. Probiert es bitte einfach immer mal zwischendurch an, ob es bei euch von der Länge her reicht. So, meine Lieben, die Socke ist jetzt auf 19 cm gewachsen und schaut euch mal diese wunderbaren Farben an. Im Vergleich haben wir jetzt hier nochmal die andere Socke und wie ihr seht, die Farben spiegeln sich wunderschön wieder. Und so kann man auch aus einem nicht ganz, naja, sockengeeigneter Wolle, wo zwei wunderbare, identische Sockenpaare rauskriegen. Man braucht halt nur eine Wolle, wie jetzt die, die wir benutzen, wo die Farbabschnitte relativ ähnlich sind und dann kann man sich das wunderbar zusammenstellen. So, wenn wir unsere Socke jetzt einmal drehen, ja, hier am Anfang auf dem Nadelspiel sieht das Ganze noch ein bisschen eng aus. Und auch die ganze Socke sieht ein bisschen eng aus, aber das kommt nur vom Muster. Wir haben es gestern probiert. Diese Socke hat dann gestern die Schuhgröße 38, 39 mal angezogen. Und selbst diese Schuhgröße kommt rein. Also ihr habt hier wirklich eine wunderbar dehnbare Socke, auch wenn sie sehr, sehr schmal wirkt, aber sie ist sehr dehnbar durch das Muster. Und so schmiegt sie sich auch wunderbar am Fuß an. So, jetzt schauen wir uns erst einmal das Muster an. Und so dann die Sohle. So, wieder zurückwenden. Wir wollen jetzt unsere Ferse machen. Die Ferse gehe ich jetzt mit euch komplett durch. Also da lasse ich euch jetzt nicht auf halber Strecke hängen oder so. Das machen wir jetzt komplett. So, ihr strickt euch natürlich auf die Seite, wo eure Sohle ist. Weil da, wo die Sohle ist, muss natürlich auch die Ferse hin. So, ich mache jetzt hier bei dieser Socke eine gepolsterte Ferse. Das macht es einfach dann fürs Laufen ein bisschen angenehmer, weil dann ist hinten am Fuß alles noch ein bisschen gepolstert und der ganze Schritt ist auch ein bisschen abgedämpft. Wer das nicht machen möchte, macht jetzt bitte keine krausrechten Maschen, sondern glattrechte Maschen. So, die erste Nadel stricken wir jetzt einfach rechts ab. Moment, ich muss mal ganz kurz die Nadel hier drehen. Jetzt haben wir die ganze Zeit ein Geklacker in der Kamera. So, die erste stricken wir komplett rechts ab. Geschafft. Wir bleiben immer noch auf unserer Nadel. Die andere Nadel ignorieren wir jetzt erstmal völlig. Wir bleiben jetzt nur auf dieser Nadel. So, die ersten beiden Maschen stricken wir rechts zusammen ab. Das heißt, wir rutschen die ersten beiden Maschen ein Stückchen nach vorne und stricken sie rechts zusammen ab. Jetzt stricken wir uns bis runter, bis auf die letzten beiden Maschen.
So, hier haben wir jetzt die letzten beiden Maschen und die stricken wir jetzt auch zusammen ab. Einfach, ja, ich bin ja gerade ein bisschen vorsichtig wegen dieser Nadel, dass die nicht so viel an die Kamera kommt. Nicht, dass euch die Ohren abfallen. So, und jetzt gehen wir durch beide Maschen durch. Holen uns den Faden und stricken auch diese beiden zusammen ab. Jetzt zwei reine rechte Maschen. Also zweimal hin und her mit nur rechten Maschen. So. Zweite Seite. Jetzt wieder die ersten beiden und die letzten beiden zusammen abnehmen. So, jetzt wieder mit rechten Maschen rüber auf die andere Seite. Bis auf die letzten beiden. So, das sind die letzten beiden. Die stricken wir auch zusammen ab. So, jetzt wieder zwei Reihen rechte Maschen. Einmal. Und zweimal. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht hier wunderschön kraus rechts. Einfach sehr, sehr schön zum Schritt abdämpfen. So, jetzt wiederholen wir das Ganze gleich noch einmal. Das heißt, vorne nehmen wir jetzt zwei Maschen ab und hinten nehmen wir zwei Maschen ab. Und dann wieder zwei Reihen kraus rechts. Und die letzten beiden und die jetzt wieder abgenommen und jetzt zwei Reihen kraus rechts. Das geht jetzt relativ zügig, weil es immer weniger Maschen werden. So, und das war jetzt schon die Unterseite unserer Ferse. Es wirkt jetzt gerade alles sehr kurz, aber ihr werdet gleich noch merken, das wird noch. So, jetzt stehen wir so da. Jetzt haben wir hier unsere Socke, hier unsere krausrechte Ferse. Natürlich haben wir jetzt ganz schön an Maschen abgenommen. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maschen. 15 waren wir, 9 haben wir jetzt. Nicht erschrecken, ist normal. So, jetzt stricken wir Maschen aus den Seiten heraus.
einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. So, wir haben jetzt hier eine Schlaufe und hier ein Knötchen und hier dazwischen ist ein Faden und hier dazwischen ist ein Faden und hier dazwischen. Jetzt hat man das und hier dazwischen und natürlich hier vorne in der Spitze auch noch. So, und zwar heben wir jetzt die erste Masche zwischen den zwei Knötchen. Wir haben ja jetzt hier ein Knötchen und hier ein Knötchen und hier diesen Querfaden. Den heben wir uns auf die Nadel. Jetzt stricken wir plus unsere zusätzliche Masche einmal alles rechts. So, und jetzt gehen wir hier gleich drüben auf der Seite zwischen das erste Knötchen und das zweite Knötchen, schnappen uns da auch den Querfaden. Also wir haben hier ein Knötchen, da und hier. Und da gehen wir jetzt dazwischen, holen uns den Querfaden und stricken den rechts. Jetzt stricken wir einmal alles rechts ab. Moment, ich muss die Nadel wieder weglegen. So. So. Jetzt gucken wir nach dem Knötchen und nach dem Knötchen und schnappen uns hier den Querfaden. Also, wenn wir uns das jetzt seitlich anschauen, haben wir hier ein Knötchen und hier ein Knötchen und da gehen wir jetzt dazwischen rein, hier da Knötchen und hier dazwischen sind wir jetzt, holen uns die zwei Fäden und stricken die rechts ab. Zweite Zunahme. Wenn ihr da sehr fest gestrickt habt, könnt ihr auch nur ein Fädchen benutzen, ihr müsst nicht beide. So, wir stricken uns wieder rechts rüber. Und gucken auch auf der Seite, da haben wir hier ein Knötchen und hier ein Knötchen. Hier noch schön in Gelb, hier schon in Orange. Und dazwischen den Faden aufgenommen. Und rechts abgestrickt. Einmal rechts rüber. Ah, da schubst du deine Nadel, weg damit. So, jetzt haben wir einmal rüber. Jetzt schauen wir wieder. Knötchen, Knötchen. Und dazwischen müssen wir wieder aufnehmen. Wir schieben drauf auf die Nadel. Stricken rechts ab. Wundert euch bitte nicht, wir nehmen jetzt mehr Maschen auf, als wir abgenommen haben. Da kümmern wir uns gleich drum, aber wir wollen ja auch keine Löcher. Und hinterher die Nadel ansetzen wollen wir ja auch nicht. Deswegen machen wir das jetzt Step by Step. So, jetzt haben wir hier ein Knötchen in Orange und hier ein Knötchen wieder in Gelb. Und da dazwischen stechen wir ein und stricken rechts ab. So, jetzt wieder einmal rechts runter abstricken. Moment, Nadeln wieder bändigen, dass es nicht so klappert.
So, jetzt haben wir wieder einmal rechts abgestrickt. Wie ihr seht, es stellt sich schon so langsam auf. So, jetzt schauen wir wieder. Hier ist ein Knötchen, da ist ein Knötchen. Wie ihr seht, wir nähern uns so langsam den anderen Nadeln. Zwischen den beiden Knötchen stechen wir ein und stricken die Masche rechts ab. Und jetzt wieder rechts rüber. Und auch hier jetzt so Knötchen, Knötchen und dazwischen die Masche aufgenommen. Und abgestrickt. So, jetzt einmal wieder rechts rüber. Ja, ihr seht, es werden immer mehr Maschen auf der Nadel. Nicht erschrecken, das muss so sein. So, wir sind jetzt schon fast wieder vorne, wie ihr seht. Also noch zweimal hin und her. Wir nehmen von hier vorne seht ihr jetzt noch so ein ganz kleines Knötchen, aber so ein Mini-Knötchen. Und dann hier noch so eine kleine schräg laufende Masche. Und dazwischen holen wir uns den Faden. Und stricken diesen rechts ab. Hier vorne müsst ihr aber dann aufpassen, dass ihr nicht zur Solle zieht. Ihr habt es gerade gesehen, wie schnell sich das Loch gebildet hat. Nehmt da ruhig wirklich mal zwei, drei Fädchen zusammen. Ich habe jetzt hier gerade drei Stück gehabt, einfach damit wir dann kein großes Loch haben. So, und wieder zurück. Gar nicht so einfach, die Nadeln so zu legen, dass sie nicht allzu viel Krach machen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, eure Ohren halten das aus. So, hier haben wir das jetzt auch. Hier haben wir so ein Mini und hier so ein querlaufend. Und da dazwischen, ich versuche es euch mal so zu zeigen. Also hier haben wir angefangen mit unseren rechten Maschen. Da seht ihr an so einem kleinen drüber laufenden Faden und hier davor dieses V, das wird unsere Masche. Jetzt seht ihr auch schon langsam, es wird alles etwas eng, aber wir wollen ja wie gesagt kein Löchlein. Also einmal rechts abstricken und jetzt einmal rechts zurückstricken. So, jetzt machen wir gleich unsere letzte Zunahme. Ja, ihr seht, es werden immer mehr Maschen. Nicht erschrecken, muss so sein. So, jetzt sind wir gleich an unserer Nadel dran. Wie ihr seht, hier ist unsere Nadel schon. Und jetzt brauchen wir hier dazwischen nur noch eine Masche, damit wir das hier wunderbar geschlossen haben.
Als Abschluss nehme ich dann immer hier diesen Querfaden. Ihr seht ja, hier läuft es gerade rüber, hier läuft es gerade rüber und hier läuft so ein Stückchen Faden quer. Und den schnappe ich mir als Abschluss und stricke den rechts ab. So, und wieder rechts rüber. So, und auch hier schauen wir uns das genau an. Und da haben wir es hier aber. Hier den letzten Faden. Und auch diesen rechts abstricken. Und ich muss mal die Nadel weglegen. So. So, und damit sind wir jetzt einmal an unserer Nadel dran. Wie ihr seht, hier ist dann schon gleich unsere Nadel. Und wenn wir uns das mal so in die Mitte ziehen, das ist unsere Ferse. Wenn wir das Ganze jetzt wenden. Moment. Sieht die Ferse so aus. Schön abgepolstert, schön ein bisschen dicker, weil wir es kraus rechts gestrickt haben. Und jetzt müssen wir uns aber noch um die Maschen kümmern, die zu viel auf unserer Nadel sind. So, wenn ihr es jetzt genauso gemacht habt wie ich auch, dann seid ihr auf der Seite rausgekommen, wo wir auch angefangen haben. Ihr seht ja, ich habe mir hier einen kleinen Maschenmarkierer gesetzt, um es euch besser zu zeigen. Weil man kommt auf diese Art und Weise immer genau da raus, auf der gegenüberliegenden Seite von dem, wo man angefangen hat. Wir haben hier auf der Seite angefangen und haben unsere Ferse gestrickt. Und jetzt sind wir genau auf der gegenüberliegenden Seite. So können wir aber dann gleich mit unserem Muster weitermachen. Solltet ihr auf der Seite rausgekommen sein, dass ihr euch irgendwo verzählt habt, vielleicht eine Reihe rechte Maschen nicht mitgemacht habt oder, dann macht bitte jetzt noch eine Reihe normale rechte Maschen, dass ihr auf der Seite rauskommt, wo euer Muster anfängt. Und zwar seht ihr das so schön, wenn wir unser Muster uns anschauen, haben wir hier auf unserer Nadel erstmal zwei Maschen, die nach innen gehen, dann eine, die nach außen geht, dann zwei, die nach innen gehen, eine nach außen. Auf unserer letzten Musternadel ist die letzte Masche nach außen. Und wir kommen auf der Seite raus, wo die ersten beiden nach innen sind. So, nicht auf der Seite, sondern auf der Seite. So, wir beginnen jetzt wieder mit unserer Musterseite und machen zwei Maschen rechts. So, der Maschenmarkierer kann jetzt raus. Eine Masche links. Zwei Maschen rechts, eine Masche links, zwei Maschen rechts, eine Masche links, zwei Maschen rechts, eine Masche links, zwei Maschen rechts. Eine Masche links. So. Das war unser Muster. Wie ihr seht, es setzt sich wunderschön fort. Jetzt gehen wir auf die Seite, wo wir unsere Ferse gemacht haben. Und wir stricken jetzt die ersten beiden Maschen zusammen. Alles rechts bis auf die letzten beiden.
Ich fange jetzt nicht gleich nach der Ferse mit dem Muster für den Schaft an, weil das würde im Schuh drücken, rubbeln und das würde uns Blasen verpassen. Deswegen beginne ich hier jetzt nochmal mit glatt, dass das dann im Schuh dann alles wunderschön sitzt und passt. So, und die letzten beiden Maschen rechts zusammen. Jetzt wieder auf unserer Musternadel. Zwei rechts, eine links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts und die linke. So, die ersten beiden Maschen wieder zusammen. Dann alles rechts bis auf die letzten beiden, weil die machen wir dann auch wieder zusammen. Und die beiden zusammen. So, ich habe bei mir jetzt noch auf der Fersenseite noch 17 Maschen auf der Nadel. Das heißt, das Ganze müssen wir jetzt noch eine Runde machen. So, also hier wieder schön unsere Musterseite. Zwei rechts, eine links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Und links. So, jetzt wieder hier die ersten beiden Maschen zusammen. Alles rechts bis auf die letzten beiden. Und dann können wir auch schon gleich mit unserem Muster für den Schaft beginnen, weil dann haben wir wieder auf jeder Nadel 15 Maschen. So, und die beiden Maschen auch noch zusammen. Und jetzt haben wir auf der Nadel wieder 15 und auf der ja sowieso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, wenn wir uns das jetzt nochmal auf unserer Socke anschauen, dann haben wir jetzt diesen Bereich hier fertig. Das hier war der Bereich mit den Abnahmen, hier war die Ferse. Und im Vergleich, Moment, ich muss nach vorne kommen, einmal wenden, haben wir es hier genauso. Hier haben wir unsere wunderschöne, gut gepolsterte Ferse. Hier haben wir es nochmal glatt abgesetzt und unsere Abnahmen gemacht. So passt dann auch der Bereich dann wieder wunderbar zur Socke davor.
Und jetzt fangen wir mit dem Muster für den Schaft an. Wir ziehen jetzt einfach das Muster einmal drumherum. Das heißt, auf jede von diesen beiden Nadeln machen wir zwei rechts, eine links. So, jetzt bin ich auf der normalen Musterhand, was unsere Vorderseite ist. Da machen wir jetzt zwei rechts, eine links. Und jetzt haben wir hier unsere Fußseite, da wo wir die Ferse gearbeitet haben. Und da machen wir jetzt auch zwei rechts, eine links. Rechts, rechts, links, rechts. Ne? Rutsch drüber. So. Rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts und links. So, und so geht das jetzt weiter. Hier auf der Nadel fangen wir dann wieder mit zwei rechten, einer linken und unser Mustersatz an. Und hier dann auch wieder zwei rechts, eine links und so nach hinten durchgestrickt. Und das machen wir jetzt so lang, wie unser Schaft sein soll. Ich habe jetzt bei meiner Socke, hier sieht man das nämlich wunderschön, wo das glatt sich absetzt und wo unser Muster sich dann beginnt. So, ich habe hier dann nochmal so 8,5 cm gemacht. Immer in unserem Mustersatz zwei rechts, eine links und das auf beiden Nadeln. Und so geht das dann hier auch übergangslos rüber. Und genauso mache ich das jetzt hier auch. Jetzt nochmal auf 8,5 cm Höhe. Wenn ihr wollt, könnt ihr es selbstverständlich noch länger machen. Ich habe jetzt für diese Socke einfach ein bisschen etwas kürzeren Schaft genommen. Weil ich fand, das passt so von der Wolle her ganz gut. Wenn ihr dieselbe Wolle benutzen solltet, könnt ihr euch ruhig trauen, noch ein bisschen höheren Schaft zu machen. Also bis wir dann wieder an das Grün kommen für die zweite Socke, haben wir dann noch einige Lilatöne. Weil, wie ihr seht, das Gelb, dann kommt das Orange wieder, dann kommt das Rötliche wieder und dann kommt noch diese ganzen Farben wieder, bis wir wieder hier hinkommen. Also ihr könnt im Prinzip den ganzen Farblauf zweimal in die Socke machen. Einmal in den Fuß und einmal in den Schaft. So, ich mache jetzt meine 8,5 cm und dann sehen wir uns zum Abkettlen wieder. So, meine Lieben, ich habe den Schaft jetzt auf Höhe. Und wenn wir mal schauen, die Farben sind wieder 1:1. Und ich habe wirklich noch jede Menge Wolle übrig. Hier, wir schauen uns das mal an. Ihr seht, es ist wirklich, es ist noch gut die Hälfte. Also mit einem Knäuel kriegt ihr wirklich entweder zwei Paar in der Größe raus oder auf jeden Fall ein Paar in jeder wirklich erdenklichen Schuhgröße. Auch für Männer, also für so richtig große Füße. Wie ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr ergiebig. Also, was kosten das Knäuel? So 2,50 Euro circa. Und damit kriegt ihr locker zwei Paar Strümpfe hin. Und dafür richtig schöne, dicke, kuschelige Wintersocken. Da friert man nicht. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Preis. Also da passt das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr, sehr gut. Also es gefällt mir mega. So, jetzt wollen wir das Ganze aber noch schön abkettlen. Es sieht hier oben immer noch sehr schmal aus, aber es dehnt sich. Wie gesagt, ich habe die 36-37er Socken gestern auf einer 38-39 probiert. Passt wirklich sehr, sehr gut.
Man kann die sogar auf eine 40-41er Schablone ziehen. Selbst da passt es noch. Klar, das Muster zieht sich dann sehr weit, weil es sind dann halt schon mittlerweile dann schon einige Füße größer. Aber es passt immer noch drüber. So. Wir stricken jetzt zum Abketteln die erste Masche rechts und die zweite Masche rechts. Lasst jetzt zum Abketteln den Arbeitsfaden wirklich recht locker. Dann schubsen wir beide Maschen zurück auf die Nadel. Beginnen dann mit der vollen Nadel vorne einfach durch die beiden Maschen durch, holen uns den Faden und gehen mit denen durch die beiden Maschen. Die nächste Masche rechts. Wieder mit der vollen Nadel vorne durch die beiden Maschen, Faden holen und durch. Eine rechts, vorne durch, Faden holen und durch. Wirklich ganz, ganz locker den Arbeitsfaden lassen. Wenn ihr den jetzt zu straff zieht, ist es nur ein kleines bisschen elastisch und dann hat man Schwierigkeiten beim Anziehen. Oder wenn euch das nichts ist, dann nehmt 1-2 Nadelstärken größer und dann ist das hier vorne auch auf jeden Fall mit mehr Luft. Also dann haben die Maschen mehr Luft und dann ist das Ganze wieder ein bisschen elastischer. Und wieder eine rechts, rüberschubsen und abstricken. Eine rechts, rüberschubsen und abstricken. Eine rechts, rüberschubsen und abstricken. Eine rechts, schubsen, abstricken. Rechts, schubsen, abstricken. So, die erste Nadel haben wir gleich fertig. Die können wir schon mal weglegen. Nehmen wir uns einfach gleich die nächste Nadel. Wie ihr seht, ich mache das jetzt auch einfach komplett mit euch zusammen, dass ihr das einfach auch wirklich komplett seht. Und auch mit der zweiten Nadel mache ich das genauso wie mit der ersten Nadel. Der Arbeitsfaden muss sehr locker sein. Wenn euch die Sockenvideos zu lange sind, dann sagt mir mal bitte Bescheid. Entweder splitten wir das dann in zwei Teile oder ich nehme euch halt dann nicht mehr bei jedem Arbeitsschritt komplett mit. Das müssen wir dann sehen, wie es euch am besten gefällt. Aber sagt mir dann mal bitte Bescheid, ob euch die Sockenvideos zu lang sind oder ob nicht. Und jetzt maschen wir noch die letzten Maschen zusammen ab. Also schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob euch die Videos zu lang sind und wenn ja, wie wollt ihr sie getrennt haben? Wollt ihr sie in mehrere Teile haben oder soll ich euch nicht mehr bei jedem Arbeitsschritt mitnehmen? Lasst mich das mal bitte wissen, weil wir kommen ja hier doch schon auf eine ganz schöne Länge. So, und jetzt haben wir die letzte Masche abgekettelt. Wir schneiden den Faden jetzt wirklich sehr großzügig ab, ziehen ihn durch. Die Stricknadeln können zur Seite. Jetzt nehmen wir uns den Faden auf die Nadel. Wir haben immer noch die Innenseite außen. So, jetzt haben wir hier oben unsere Schlinge vom Bündchen. Und hier, wir gehen jetzt mit unserer Nadel von außen nach innen durch die Schlinge durch, durch beide Schlingen.
Ihr seht, ich lasse einfach durchkleiden, ziehe es ran und gehe dann von unten nach oben durch die Schlinge davor. Und jetzt haben wir das hier auf einer Ebene, sieht man keinen Übergang mehr. Geendet haben wir jetzt hier auf so einem einzelnen Steg und dann webe ich jetzt den Faden mit links und rechts durch die einzelnen Abteilungen. Und wie ihr seht, er versteckt sich dann gleich in der Seite von den einzelnen kleinen Vs. Das mache ich jetzt so ein paar Vs nach unten. So, und jetzt drücke ich den Steg so ein kleines bisschen zur Seite, gehe seitlich noch einmal durch und mit einer Masche Abstand wieder zurück. Jetzt wird das Ganze schon etwas enger. Und jetzt setze ich hier unter den Steg ein ganz kleines Knötchen. Dazu einmal durch, jetzt haben wir so eine Schlinge im Faden, die nehme ich auf die Nadel und ziehe das Ganze gut fest. Und das gleiche jetzt noch einmal. Das Knötchen spürt man hinterher nicht mehr, aber es hält den Faden wunderbar fest. Da ist alles verstochen und nicht mehr zu sehen. Gut, ich habe jetzt ein bisschen dolle den Knoten angezogen, deswegen habe ich mir jetzt den Faden abschneiden gespart. Aber das macht nichts, der hätte jetzt eh abgeschnitten werden sollen. So, jetzt wenden wir das Ganze und haben jetzt hier unsere Socke. Ich habe jetzt hier noch meinen Anfangsfaden, den muss ich dann noch verstechen. Und ansonsten haben wir hier unseren wunderschönen Strumpf mit einem schönen Bändchen, was elastisch ist, aber auch nicht zu elastisch, weil es soll uns ja nicht wieder vom Fuß rutschen. Gut gepolsterte Ferse, aber dafür einen wunderbar glatten Fuß. So, meine Lieben, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Ihr habt viel Spaß mit euren Strümpfchen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst er kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.